Und hier nochmal. Genau. So. Wunderbar. So, dann gehen wir mal hier rein. Das Bett soll eigentlich raus. Kommt da nicht rein. Stattdessen kommt da ein Schreibtisch rein. Mit einem Stuhl. Mal drehen bitte. Zack. Soll ja Wachposten sein. Genau. Huch. Fenster ist hier hoffentlich nicht drin. Nee. So, hier setzen wir ein Fenster rein. Das ist in Ordnung. Und hier ist sowieso schon eins drin, aber kriege ich dich da raus. Da, so. Dann machen wir auch ein großes rein. Das kriegen wir nicht mittig. Das ist ja auch nicht mittig. Also die Steuerung ist immer noch sehr hakelig, muss man sagen. Ah ne, das Fenster ist auch nicht mittig. Dann bleiben wir dann doch bei dem hier. Und das gleiche auch auf die Seite. Und was die beiden hier zu suchen haben, weiß ich auch nicht, diese beiden Steine hier. Was macht ihr hier? Euch braucht keiner. So. Genau. Auch. Das kann eigentlich weg. Wie kriege ich das weg? Weiß keiner. Decorations, ein Teppich. Kann ich auch nicht mittig setzen irgendwie. Setzen wir es dahin. So. Ja, ich würde sagen, das passt. Das ist eigentlich egal. Genau. Und dann würde ich sagen, geben wir das Ganze in Auftrag. 11 Steine, 2 Holz und dann die Möbel und so weiter. Hier muss noch einiges produziert werden, aber das kriegt er ja hin. Das haben wir sogar noch. Haben wir auch noch. Passt. Start Building. Und das, wenn das Ding steht, reißen wir es wieder weg. So, wollen wir mal gucken, wie es aussieht. Ich bin gespannt. Was bietet er uns an? Leder bietet er uns an. Die würde ich gerne mal kaufen. Und verkaufen können wir ihm ja mal. Uff. Ja, haben wir eigentlich nur nicht viel. Nee, das brauchen wir alles selber. Den habe ich, glaube ich, gerade verbaut. Ja, dann lassen wir es so. Dann geben wir unser Geld aus. Wunderbar. Und damit haben wir auch unseren nächsten. Tada! Akzeptieren wir den mal. Ezra kommt. Die passt auch noch da drüber. Wunderbar. Oh Gott. Da habe ich gar nicht aufgepasst hier. Erstmal bitte danke. Und dann könnt ihr mal die Wölfe angreifen. Ich hoffe, das schaffen die noch. Sind dann nicht mehr die aktuell nicht die fittesten. Ich hoffe, sie kriegen sie trotzdem hin.
Ja, es könnte knapp werden, aber es könnten sie schaffen. Solange die sich auf sie konzentrieren. Der erste ist weg. Ezra hat es auch durchgeschafft. Ja. Wo kamen die denn in unserer Nachbarschaft direkt her? Wunderbar. Das war knapp, aber hat gerade noch gereicht. Aufheben bitte, danke. Dann würde ich sagen, Ezra ist ja neu. Oh, die ist auf jeden Fall ein sehr guter Soldat später. Dann nehmen wir Pony und machen Pony erstmal zum Herbalist. Ist auf jeden Fall einigermaßen wichtig. So, jetzt fangen die hier auch noch an zu arbeiten. Naja, jetzt wollte ich eigentlich nur pausieren wir das Ganze mal hier und machen erstmal hier drüben weiter. Ja. Bauen wir erstmal die Mauer hier weiter. Ja, die Mauer, die Treppen könnt ihr ja noch setzen. Das ist ja noch okay. So. Da verarzten sie die beiden auch gleich mal mit dem, was wir noch haben. Zack, wunderbar. Und dann müssen wir natürlich noch ein Herbalist Table, oder wie das? Ne, Herbalist Lab machen. Dafür brauchen wir Blumen. Herbs. So, dann müssen wir einmal hier diesen Bereich umswitchen. Wenn das fertig abgeerntet ist. Das war da dann. Blumen anpflanzen. Was ist hier schon wieder neue? Nee, die wollte ich. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mal die und dann 5 mal die. So. Obwohl die wollten wir ja, ach Quatsch, die wollten wir eh nochmal removen, weil wir da ja eh nochmal das anpassen müssen hier. Reißen wir auch das mal weg hier. So, einmal drehen. Zack. Der war noch blau. Ach nee, gar nicht. Anders. Falsch. Na egal. Blau. Und dann hier. Blau. Blau. Und blau. Und das ist hier rosa, oder? Rosa. Dann muss das auch noch rosa werden hier. So. Dann müsste das soweit passen. Und dann warten wir, bis die Blumen fertig sind, damit wir dann den Herbalist Desk, oder wie das immer heißt, bauen können. So, die machen jetzt endlich mal die Mauer hier fertig. Auch die werden wir dann nochmal abreißen, werden die vielleicht nochmal durch was Vernünftiges ersetzen. Dann können wir mal eine Stufe schneller schalten. Wir können mal schauen, wie weit hier unser... Ah, alles voll hier. Alles voll. Dann würde ich sagen, setzen wir nochmal zwei Kistchen. Und wir geben ihm mal den Auftrag hier. Hm.
Ah, da können wir auch hier mal die zwei Pelze von den Wölfen. Da können wir nochmal einen Pelz herstellen. Oder einen Leder herstellen. Und dann stellen wir nochmal 5 von denen her. Einfach nur um Erfahrung zu sammeln. Winter brauchen wir noch nicht. Thick Leather Vest. Ach, guck mal. Haben wir. Können wir auch herstellen. Sind wir noch ein bisschen besser ausgerüstet. Weil wir das Leder eigentlich für was anderes nutzen wollten. Warum wir es ja eingekauft haben, aber ist dann egal. Ah, jetzt erstmal Schlafenszeit. Anscheinend. Ah ne, er holt die Leder. Gut, na gut. Da werden jetzt quasi die Blümchen angepflanzt. So, dann würde ich sagen, zack, wir pflanzen mal ein paar Bäumchen. Ich halte extra so einen Abstand, weil die nämlich noch richtig groß werden. So. Wunderbar. Dann wächst da auch unser nächste Holzprodukt, also unsere nächsten Holzressourcen. Wachsen dann hier schon mal. Also, jetzt aber erstmal Schlafenszeit anscheinend. Auch geil. Wunderbar. Haben sich unsere Soldaten schon ausgerüstet wieder mit den neuen Sachen? Nein, noch nicht. Und sie? Sick Leather Vest, ja, sie schon. Hier liegt noch alles rum. Padded Vest liegt hier noch. So, wir haben ja noch unsere Crates, die wir produzieren lassen haben. Die wollten wir hier nochmal hinsetzen. Und da wollten wir dann... Dann würde ich gerne gleich ein bisschen mal ein bisschen sortieren. Momentan haben wir alles in allem drin. Die Padded Vest können wir mal verkaufen. Ja, das war's erstmal. So, dann würde ich nämlich hier einmal gerne komplett nur das Zeug reinsetzen. Viva Level 4, das ist schön. Und hier setzen wir dann mal das rein. Und hier auch. Ne, das und das. Das und das. Und hier nur die Armor-Geschichten. Wir haben wieder verloren sogar. Wir sind sogar abgerutscht wieder drunter. Aber ist nicht so schlimm. Farmer Level 4. Wunderbar, haben wir auch. So, er sortiert jetzt erstmal den ganzen Kram hier. Ja. Auch Oak Saplings drin sind, die ja noch eigentlich noch gesetzt werden müssen, oder? Ja, genau. Da fehlen noch ordentlich Bäume. Die werden jetzt nach und nach gepflanzt. Nahrung haben wir genug, aber auch genügend verrottetes Fleisch oder eine verrottete Nahrung. Dann wird es mal Zeit, dass wir demnächst dann auch mal, wenn wir unseren nächsten Bewohner kriegen, dass wir dann mal einen Koch aufbauen. So, um ein bisschen Geld zu verdienen, wollen wir ja ein bisschen was herstellen. Da würde ich sagen, wir produzieren mal die Teppiche. Und zwar so, dass wir immer 10 vorrätig haben. Und dann können wir immer, wenn da ein Siedler kommt, können wir die 10 verkaufen. Na, sind bald mal alle Bäume gepflanzt hier. Ja, bald. Hier fehlt noch ein bisschen was. Und hier fehlen noch ein paar. Aber dann ist es bald fertig. Die Mauer ist auch bald durch, aber das machen sie erst weiter, wenn wir sie die ganzen Bäume gepflanzt haben.
Ja, da ist jetzt mal Essenszeit. Alles wird hingeschmissen. Ja. Alles beim Alten, würde ich sagen. Hier müsste eigentlich auch noch etwas geerntet werden. Na, du läufst auch über den Tisch, oder was? Also wirklich. Benimm dich mal. Hier wollten wir den Steinmetz hinmachen. Den können wir mal umstellen hier schon mal. Da. So, genau. Jetzt könnt ihr mal die letzten Bäume einpflanzen. Wo? Was? Wie? Wo? Gar nicht. Na gut. Das war sehr verwirrend, die Musik gerade, aber gut, okay. So, genau. Jetzt wird hier fleißig weitergearbeitet. Aber hier ist noch ein Baum. Stein. Stein. Farmer Level 5. Wunderbar. Können wir hier gucken. Da. Level 6 kommt wieder. Aber es ist noch nicht implementiert. Das ist noch nicht da, okay. So. Hauptsache, es wird fleißig mal hier was gemacht. So, wenn die Mauer fertig ist, dann machen wir uns an den Teil hier. Hier sind schon ordentlich Treppen gesetzt worden und Gerüste. Wunderbar. Ihr seid schon fleißig am Ernten, damit er was zu tun hat.